Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Redstone Tutorial. In diesem Tutorial werdet ihr sehen, wie man eine ROM baut, für was man sie benutzt und wie sie genau funktioniert. Das und noch mehr gleich nach dem Intro. So Leute, jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie eine ROM aussieht. Also das hier ist eine ROM. Was bedeutet ROM? ROM ist die Abkürzung für Read Only Memory. Zu Deutsch liest nur Speicher. Also es ist ein Speicher, den man nur auslesen kann und nichts drin speichern kann, außer man würde ihn halt kaputt machen oder die ROM kaputt machen. Wie funktioniert das Ganze? Also es ist im Prinzip ein vertikaler Inverter, also so, so, das wäre es eigentlich. Die Funktionsweise dabei ist, ich brauche noch kurz einen Hebel, das hier. Hier seht ihr jetzt, dass unser Signal aus ist. Deswegen ist dieser Redstone-Fackel ja an. Also ganz normal. Wenn ich jetzt diesen Hebel umlege, also bepowere, geht diese Fackel hier aus. Und hier oben das Signal auch. Jetzt macht er wieder rückgängig und dann ist das Signal hier wieder an und die Fackel hier auch an. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie lese ich damit einen Speicher aus oder so. Und das zeige ich euch jetzt einmal. So. Ich habe hier gerade kurz eine 3-Bit-ROM gebaut. 3-Bit, also es kann die Zahlen von 1, 2 und 4 speichern. Also nicht speichern, sondern kann ich auslesen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hier hinten hätte ich jetzt die 1. Warte jetzt. Jetzt werden alle Speicher aus. Nichts ist an. Jetzt wähle ich den ganz hinteren. Jetzt wird er gelesen. Da, wenn es aus ist, ist diese Fackel hier an und die Leitung hier an. Deswegen sind diese Fackeln, die hier sind, auch aus. Wie ihr seht. Und sobald ich den Hebel jetzt powere, geht diese Fackel aus, die Leitung hier auch aus und die Fackel hier kann angehen. So, eigentlich müsste hier jetzt 1 stehen und es steht hier eine 1. Ja, das ist schön. Jetzt habe ich den Speicher wieder nicht geladen. Jetzt lade ich Speicher Nummer 2. Und es zeigt mir eine 2 an. Jetzt die 3. Das ist hier wäre die 3 im Binärsystem. Also 1,1 einfach nur. Jetzt Nummer 4. Wird 4. Also funktioniert perfekt. Also. Wie speichert man jetzt hier drauf? Das werde ich euch jetzt zeigen. Jetzt erstmal bauen wir das hier so. Wie ihr seht, 3 Blöcke einfach oben. Und jetzt beliebig lang, wie ihr wollt, einfach so lang. Dann schlagt ihr hier einen Block weg, setzt hier eine Fackel hin. Und hier Redstone. Jetzt verlegt man hier noch Leitungen. Zum Hebel. Jetzt kann ich aus- und anschalten. Ist auf jeden Fall. Ich schalte das an. Dass die Fackeln hier auch an sind, wenn ich sie dagegen klatsche, wie ihr seht. Also, ich kann jetzt hier was einspeichern und danach kann ich es nur noch lesen. Außer ich würde ihn zerstören, also die Fackeln hier rausbauen. Aber dazu ist es ja nicht gedacht. Angenommen, wir wollen jetzt hier mal speichern, dass diese Leitung hier an ist und diese hier und die in der Mitte aus ist. Dann setze ich jetzt hier eine Fackel hin und dort eine Fackel hin. So, jetzt wäre unser Speicher natürlich angewählt. Jetzt machen wir aus und wie ihr seht, nichts. Jetzt lade ich ihn. Unser Ergebnis ist wieder da. Also das, was wir gespeichert haben. Das ist eigentlich der ganze Sinn von einer ROM.
einfach nur ein Speicher auszulesen. Aber natürlich kann man auch noch eine RAM bauen. Da könnte man den Speicher auslesen, aber auch wieder bearbeiten. Ah, das geht hier nicht, außer wenn ich es hier halt so zerstören würde. So. Der Vorteil von dieser ganzen Sache ist, man kann mehrere nebeneinander bauen. Und zwar so, einfach wieder dasselbe. So. Hier noch ein Redstone. Da. Das. Sagen wir, wir wollen das hier speichern. Also, hier seht ihr den Vorteil. Jetzt halt können wir über diese drei Leitungen, die hier unten sind, ganz andere Dinge herausbekommen. Zum Beispiel, über diese drei Leitungen kommt das Gespeicherte hiervon, mache ich aus, und kann aber über dieselben Leitungen noch etwas anderes ausgeben. So kann man also mit vielen Fackeln und wenig Leitungen Sachen ausgeben und auslesen. Ich werde euch das gleich noch besser zeigen, für was man das braucht, aber dazu muss ich jetzt mal kurz auf eine andere Welt gehen. Und ist klar. So, hier bin ich wieder, jetzt auf meiner anderen Welt hier. Da habe ich mehr mit Redstone gebaut. Hier sieht man nochmal gut eine ROM. Sie ist ziemlich groß, aber das macht eigentlich gar nichts, da ich über, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, über diese 5 Leitungen, habe ich hier markiert, ja, 20 verschiedene Codes sozusagen senden kann oder Signale anzeigen kann. Über 5 Leitungen 20 verschiedene Dinge. Zeige ich euch jetzt mal, ich lade jetzt hier random, sagen wir mal diesen Speicher, ich habe keine Ahnung, was das jetzt anzeigt. Ja, zeigt uns das hier an. Also, eigentlich braucht man das hier nur, wenn man, sagen wir, den Decoder eines Rechners mit dem Bildschirm, also mit der Anzeige, anschließen will. Und aber auch für kleine Spiele, wo das Spiel immer wieder einen Speicher abrufen muss, um es zu vergleichen. Wie hier bei diesem Schere, Stein, Papier. Hier, das hier sind auch alles ROMs. Und die würde halt in diesem Fall hier entscheiden, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Also es würde einfach nur Speicher abrufen und sie zeigen. Mehr nicht. Das ist eigentlich auch schon das Ganze. Ich werde das auch mal anders machen, wenn ich mal zeige, wie man ein 7-Segment-Display baut. Noch mehr darauf eingehen, weil man die ja nicht nur an sowas hier anschließen kann oder an sowas, sondern an richtige Bildschirme. Warte, ich zeige es euch nochmal hier hinten kurz. Ja, hier sieht man es auch. Hier, da wären hier die ganzen 7-Segment-Display. Displays und hier werden die ganzen ROMs dazu, wo wenn man die ROM ladet, wenn man diesen Speicher lädt, halt die ROM, dass es uns eine Zahl anzeigt, wie zum Beispiel, mache ich hier mal kurz weg, wird uns gar nichts mehr anzeigen, sagen wir mal, wir laden den Speicher hier, dann würde uns durch die ROM auf unserem Display eine 13 angezeigt werden. Also für solche Sachen sind ROMs sehr gut und eigentlich kann man auf sie nicht verzichten, wenn man größere Sachen bauen will. Tja, das wäre es eigentlich auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet etwas lernen. Viel Spaß beim Craften noch, Leute. Lasst ein Abo da, ein Comment. Daumen nach oben, was ihr wollt. Bis bald und ciao.